Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Wir machen jetzt hier weiter mit Dark Souls 2, und zwar wollen wir uns jetzt um den Eisenkönig kümmern. Ja, also, auf geht's. Da ist er, der Gute. Okay, ach Quatsch. Dann werden wir uns hier mal noch die orangene Blüte reinpfeifen. So, es ist ganz gut, wenn man hier immer so ein bisschen auf der linken Seite bleibt. Ich werde euch auch gleich zeigen, warum, wenn er das dann macht. Weil dann hat man nämlich ein bisschen mehr Spielraum, um auszuweichen, wenn er das tut. Hoppala. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. So, hier ist eine Prankenhiebe. Oh, Scheiße, Scheiße. Kann man relativ gut ausweichen. So, ja, und wenn er das halt tut, kann man nach hier, also dann auf die rechte Seite relativ gut ausweichen. So, jetzt bin ich natürlich genau auf der falschen Seite. Aber er trifft mich trotzdem nicht. Sehr schön. Verdammt. Ach nein, was mache ich denn? Ja, das war blöd. Eigentlich lief es ja sogar relativ gut. Ach Mensch, und dann falle ich da runter. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen. Also die Plattform ist nicht sonderlich groß. Eigentlich hat man genug Platz. Aber man kann doch schon mal ganz schnell abschmieren. Ah ja, egal. Aber jetzt bringen wir's. So. Komm her, Junge. So, bei dem wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Laufen wir jetzt durch hier. Und dann können wir hier ja auch schon nochmal den Ring der Lebenssicherung anlegen. Und auf ein neues. So, der kommt jetzt hier gleich hoch. Nicht wundern. So, da haben wir ihn. So. Jawolli. Jetzt dürfte uns hier eigentlich nichts passieren. Sehr schön. Ach, verdammt, zu spät. So. Wow. Oh! Wieder zu spät hier. Ah, fix was saufen. Da lief es eben aber besser. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt kriege ich nichts mehr ausgewichen, oder wie? Meine Güte. Naja, machen wir da einen Quatsch da. Okay, fix was saufen. So, ja, aber sehr schön. Über die Hälfte haben wir jetzt schon. Mal schnell was
was reinschmeißen. Ausweichen. Ausweichen. Ja, aber ihr seht schon, absolut machbar. Ja, bloß wieder aufpassen, dass wir hier nicht wieder abschmieren. So, dann können wir ja ran. Und dann war es das auch schon. Und tschüss. Die nächste große Seele umarmt. Jo, fantastisch. Jetzt haben wir die Seele des Eisenkönigs. Hier an sich ist, glaube ich, nichts weiter. Ach doch. Ah, doch, ja. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier endlich mal wieder etwas Knochenstaub. Wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, edler Knochenstaub. Fantastisch. Und hier geht's halt zum Leuchtfeuer. Ne? Urleuchtfeuer. So, das haben wir entzündet. Müssen wir jetzt hier noch was machen? Der Sonnenturm wäre noch. Den kann ich später mal nachschieben. Das ist einfach nur ein PvP-Gebiet. Also das ist, kann ganz schön nervig sein. Noch schlimmer als im Mondturm. Den müssen wir jetzt aber nicht machen. Im Eisenschloss haben wir erstmal soweit alles erledigt. Außer halt die Sachen, wo ich gesagt habe, das können wir noch nicht machen. Aufsteigen können wir auf jeden Fall. So, was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier? Ich möchte auf jeden Fall hier noch auf 30. Und Vitalität bringen wir auch noch auf 30. Fantastisch. Dann haben wir jetzt die Sachen schon mal auf 30. Das ist schon mal sehr schön. Was ich dann als nächstes noch machen werde, ist hier Wille und Intelligenz, dass wir vielleicht irgendwann mal die Schwarzritter-Axt benutzen können. Aber das weiß ich noch nicht ganz genau, weil mir gefällt der Zweihänder eigentlich halt auch sehr gut. Und von daher, ach, da bräuchten wir sogar noch 10 Punkte in Stärke. Also weiß ich nicht. Mal gucken. Gut, Eden-Klonstaub haben wir noch gefunden. Können wir noch verbrennen. Ja, wunderbar. Und dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Ja, wir können jetzt auch schon Richtung... wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Schattenwald, glaube ich. Wo haben wir ihn? Ist weiter unten? Hier müssen wir hin, genau. Und zwar müssen wir zur zerstörten Weggabelung. Und zwar können wir jetzt durch den Winterschrein, wir haben ja jetzt alle großen Seelen umarmt, und jetzt können wir auch da durch. Da laufen wir jetzt noch hin und dann geht's im nächsten Part weiter. So, jetzt können wir überlegen, wo ging's lang? Hier. Hier ging's lang. Die Jungs können wir ruhig noch mitnehmen hier. Wäre ich fast vergiftet worden. Naja. Ja, der Winterschrein an sich ist nicht sehr groß, also da kommt man ganz fix durch und dann sind wir auch schon im Schloss Dranglake. So, und zwar müssen wir hier lang. Tschüss. Und dann hier hoch. Und dann sind wir hier schon beim Schrein des Winters. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal hier schon durchgelaufen sind. Tür öffnet jetzt von alleine. Wir haben ja alle großen Seelen. Also haben wir alles
alles erfüllt, was dafür notwendig war, um hier durchzukommen. Und ja, dann geht's nachher hier runter. Und dann sind wir auch schon fast beim Schloss Durang Lake. Aber das machen wir halt im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und hoffe, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.